Ja, guten Morgen, liebe Sandra. Schön, dich erneut zu sehen. Und schön, dass wir bereits den zweiten Live-Talk miteinander führen dürfen. Könntest du dich noch kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen? Hallo, liebe Tanja, danke, dass du mich noch einmal eingeladen hast, weil ich finde das immer so schön, wenn man es ein zweites Mal macht oder drittes, viertes Mal. Man hat dann schon eine gewisse Verbindung und ist einfach nicht mehr so unsicher wie beim ersten Mal. Das stimmt. Ja, wer bin ich denn? Ich weiß es in Wirklichkeit selber nicht. Okay. Also zurzeit und das geht sicher nicht nur mir so, sondern wahrscheinlich jedem oder vielen Zusehern. Es ist sehr viel im Gange. Was ich aber sagen kann, ist, ich bezeichne mich als Dolmetscherin der geistigen Welt. Seit circa 20 Jahren darf ich diesen Beruf ausüben. Und das bedeutet, ich habe einfach die Möglichkeit, Gabe, Fähigkeit, wie auch immer, die geistige Welt oder diverse andere Energien zu hören, zum Teil auch zu sehen, aber das Hören steht bei mir im Vordergrund. Und das gebe ich dann natürlich, diese Informationen anderen Menschen weiter. Früher habe ich Einzelsitzungen gemacht, das tue ich heute nicht mehr, sondern versuche mir Menschen durch YouTube und Telegram-Kanal auf diese Weise zu erreichen und das ist mega interessant. Ja, das glaube ich. Gibt es Zeiten, wo du die geistige Welt mehr hörst, wie jetzt die Vorweihnachtszeit, oder ist das im ganzen Jahr eigentlich gleich? Das ist im ganzen Jahr bei mir gleich. Es war aber zu Beginn. Also die ersten ein, zwei Jahre habe ich die geistige Welt nicht so gut gehört wie jetzt. Das hat sich durch das Üben und Trainieren verstärkt. Aber dass es jetzt zur Weihnachtszeit mehr ist, könnte ich nicht sagen. Nein. Okay. Wir haben ja besprochen, dass wir ein bisschen auf die Weihnachtszeit und Vorweihnachtszeit eingehen möchten. Wir haben ja im ersten Live-Talk schon darüber gesprochen, was Hochsensibilität überhaupt ist. Und ja, wir stecken ja jetzt in einer Zeit, eigentlich eine stille, ruhige Zeit. Und doch empfinde ich es als eine Zeit, wo die Hektik am stärksten ist. Wie siehst du das? Ja, als hochsensibler Mensch, da brauche ich dir nichts zu erzählen und auch gewissen Zusehern sicher nicht, ist eine intensive Zeit. Man spürt, also so nehme ich das wahr, jeden Tag wird es intensiver, wird es immer um ein Quäntchen stärker, was man da spürt, dass die Menschen mehr in Stress, Hektik kommen. Ja, also Werner hat da immer so eine tolle Bezeichnung, nicht Weihnachtszeiten, sondern Stresszeiten. Passt im gewissen Sinne. Und da ziehe ich mich am liebsten zurück. Also die meiste Zeit daheim, vielleicht noch im Wald. Ja, der Wald, den brauche ich gleich wie du. Da gehen wir schon noch gerne hin und das werden wir uns auch nicht nehmen lassen. Aber die Weihnachtszeit ist spürbar und zwar nicht nur positiv. Wie nimmst denn du das wahr, wenn wir vielleicht mal erst auf das Negative und nachher auf das Positive eingehen? Ähnlich wie du, und das kann ich dir bestätigen, man spürt wortwörtlich, dass es von Tag zu Tag extremer und stärker wird. Ich sage mal, egal wo, dass man sich befindet. Und ja, nein, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob es sich die letzten Jahre verschlimmert hat, aber ich habe das Gefühl, es war schon immer so. Ich kann jetzt nicht sagen, es wird schlimmer. Bei mir ist ja das Problem ein bisschen, ich liebe Christkindlmärkte, also Weihnachtsmarkt. Und das ist für mich immer so eine Challenge eigentlich. Es kann bei mir in dieser Zeit nicht genug Lichter und Kerzen und ja, haben. Und doch ist es dann eine Challenge, je nachdem, was für eine Gruppe dann gleich am Weihnachtsmarkt ist. Ich finde das ein mega großer Unterschied. Ich kann heute an den Weihnachtsmarkt zum Beispiel noch einsiedeln
Und einen Tag später gehe ich wieder und die Energie ist ganz anders. Ah, okay, das ist mir noch nicht aufgefallen. Interessant. Und wie würdest du das bezeichnen? Du hast jetzt vorher gesagt, je nachdem, welche Gruppen auf den Weihnachtsmärkten sind, meinst du da die ganzen Menschen oder? Ja, glaube ich. Das glaube ich wirklich. Also ich empfinde es so. Und was mir vor allem auffällt, natürlich, dass es einen mega Unterschied macht, auch in welchem Dorf oder in welcher Stadt gehe ich. Also zum Beispiel jetzt vorgestern war ich ja in Einsiedeln am Weihnachtsmarkt. War wunderschön. Es war eine entspannte Stimmung. Es hat wirklich gut getan. Und gestern war ich in Zürich und da musste ich mich wirklich zuerst 5 Minuten erden, bevor ich dann in den Weihnachtsmarkt rein konnte. Ist dir da schwindlig gewesen oder wie war das? Ich ging mit dem Zug nach Zürich und entweder kann man ja mit dem Tram oder ich laufe dann immer das Stück, weil ich bin schon froh nach der Zugfahrt, wenn ich wieder frische Luft und ja, mich ein bisschen bewegen kann. Und darum laufe ich dann immer das Stück und das ist ja nur circa 15 Minuten. Und dann habe ich gemerkt, dass ich enormen Schwindel hatte. Und dann bin ich wirklich auf der Brücke stehen geblieben, habe die Augen geschlossen und habe mich wirklich zuerst 5 Minuten lang geerdet. Und dann ging es gut. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für uns alle. Ich habe auch das Erden wirklich vergessen, in Anführungszeichen, oder beziehungsweise es bewusst zu tun und gerade in der jetzigen Zeit. Danke für das Erinnern. Mir ist das eben auch aufgefallen. Mir ging es gleich wie dir. Das bewusste Erden habe ich die letzten paar Wochen ein bisschen schweifen lassen. Und mir wurde es diese Woche wieder enorm bewusst, wie wichtig das es ist, sich bewusst zu erden und sich mit seinem Atem zu verbinden. Denn ganz ehrlich, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, dann ist das wirklich das einzige Tool, das mir in diesem Moment hilft. Das auch mir hilft und ganz, ganz wichtig ist, sich selber zu bewohnen und zu beleben. Und viele glauben dann oder haben noch diese Gedanken, ja, wenn ich ganz in mir bin und mich auf mich konzentriere, bin ich dann nicht egoistisch. Die ganze Aufmerksamkeit bei mir. So dachte ich früher auch. Ja. Aber wenn ich nicht ganz im Körper bin, dann haben auch fremde Energien die Möglichkeit, sich bei mir einzuklinken. Oder sagen wir mal so, sie haben besser die Möglichkeit, sich bei mir einzuklinken. Also ich habe dann schon auch noch meine Themen mit gewissen fremden Energien. Auch wenn ich mich versuche, möglichst ganz in mir zu sein, kann auch noch passieren. Aber trotzdem, das hat mit Egoismus gar nichts zu tun. Nein, das sehe ich gleich wie du. Und das Spannende war gestern auch mit der Freundin, mit der ich mich getroffen habe, die ist selber auch hochsensibel und lebt in der Stadt Zürich. Und ich habe sie dann darauf angesprochen, habe gesagt, ey, wie hältst du das jeden Tag aus? Weil eben ich merke, ich komme außerhalb der Stadt und früher habe ich ja jeden Tag in Zürich gearbeitet. Und jetzt merke ich, je feinfühliger ich werde, desto mehr nehme ich das natürlich auch wahr. Und ertrage es nicht mehr so in dem Ausmaß, wie ich das früher ertragen konnte oder wegstecken oder ignorieren konnte. Und sie musste dann schmunzeln und die Antwort war, weißt du, bevor ich nach draußen gehe in der Stadt, nehme ich mir bewusst Zeit und tue meine Aura erweitern. Und erst dann gehe ich aus dem Haus. Habe ich gesagt, okay, wie machst du das konkret? Dann hat sie gesagt, sie nimmt sich Zeit, sie atmet, sie verbindet sich mit sich selbst, sie stellt sich ihre Aura vor und bildlich erweitert sie ihre Aura dann ganz weit nach außen, dass eigentlich die Menschen nicht oder ihr nicht zu nahe kommen können. Okay. Und sie merkt dann, wenn sie nach draußen geht und ja, halt in der Stadt die vielen Menschen,
dass die Menschen zum Teil auch einen Bogen um sie machen, wenn sie zu nahe kommen. Dann musste ich echt schmunzeln. Da hat sie gesagt, das ist so eindrücklich, wenn du die Aura erweiterst, merkst du, dass dir gewisse Menschen gar nicht mehr zu nahe kommen. Sie war Wow. letztens einkaufen in Zürich, hat das bewusst vor einem Einkaufscenter gemacht und das Einkaufscenter war voll und die Leute gingen ihr aus dem Weg. Ja, Sensationell. habe ich gedacht, das muss ich auch anwenden. Ich habe ja den umgekehrten Weg gemacht. Also wenn Werner und ich in Wien waren, dann bin ich immer so durch Wien gegangen mit blauem Licht um mich herum. Und aber der umgekehrte Weg ist ja viel besser, sich bewusst größer zu machen. Ja, genau. Du, liebe Grüße an deine Freundin. Vielen Dank für diesen wichtigen Tipp. Werde ich gerne ausrichten. Ich glaube, sie wird sich den Live-Talk auch anschauen. Aber ja, ich habe eben ähnlich wie du reagiert, wenn ich nach draußen ging. Und gestern, wo sie mir das so erzählt hat, mit so einer Selbstverständlichkeit, habe ich gedacht, okay, eigentlich ist es ja logisch, so zu erweitern, dass man die Schutzhülle größer macht, damit gar nicht alles so nahe an einen rankommen kann. Ja, ich war wirklich auch sehr dankbar für diesen Super, Input. super. Ja, oft funktionieren die Dinge gerade verkehrt. Wie Genau. es dann auch oft heißt, weniger ist mehr. Das spüre ich jetzt auch in letzter Zeit. Hat vielleicht auch mit Weihnachten zu tun, wo alle viel konsumieren und viel haben wollen und viel Einladungen verschicken oder Karten verschicken, solche Dinge. Es reicht aus, wenn ich einem eine Karte sende oder mir statt 10 Kekschen nur 3 gönne oder sowas. Man genießt das dann viel, viel mehr. Also das merke ich schon auch in letzter Zeit. Weniger ist wirklich mehr. Also auch was Umgekehrtes. Nicht Ja. verkehrt, aber umgekehrt. Ja, das stimmt, das stimmt. Und wie bereitest du dich auf Weihnachten vor? Habt ihr gewisse Rituale? Wie sieht es konkret an Weihnachten aus? Rennt ihr von einem Familienfest zum anderen? Also ich denke jetzt mal nicht, aber Das ist zum Glück vorbei. Das hat auch ein bisschen mit Stress Weihnachten zu tun, ja, dass die Menschen wirklich denken, sie müssen da und dorthin und da muss man mindestens 3 Stunden bleiben, weil sonst ist derjenige nicht beleidigt und so weiter. genau. Nein, das handhaben wir glücklicherweise vollkommen anders. Wir haben keinen Weihnachtsbaum schon seit vielen Jahren nicht mehr, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt darauf eingehen soll, weil ich mag niemanden vor den Kopf stoßen. Also ich bitte euch, behaltet euer Ritual bei, wenn es euch gefällt, wenn es euch gut tut, einen Baum daheim zu haben, dann ladet ihn auch ganz bewusst dieses Baumwesen mit ein in eure Wohnung. Und dann sieht das Ganze anders aus. Wir haben deswegen auch keinen Baum, weil wir die Bäume nicht kaufen wollen. Sie werden ja absichtlich gekappt, sage ich mal, um dieses Wesen dann mit mir ins Wohnzimmer zu nehmen. Und dann lasse ich das Wesen wieder raus, wenn der Baum vertrocknet ist und schmücke ihn noch so künstlich. Das ist einfach nicht mehr so unseres. Aber wie gesagt, Rituale sind sehr, sehr wichtig und je nachdem, wie man damit umgeht. Wir werden bei meinen Nachbarn sein, also das ist mein Papa und meine Stiefmutti. Meine Mama ist 2008 gestorben, mein Papa Ja. hat vor 10 Jahren nochmal geheiratet, eine ganz, Schön. ganz liebe Frau. Schön. Und da werden wir den Abend genießen mit einem feinen Essen. Dazu kommt noch meine Stiefschwester und dessen Mann. Und wir haben seit circa 6 Monaten, also meine Stiefschwester, dessen Mann, hat einen Hund gekauft. Ha, so Ja, schön. so noch ist er Teenager, so ein Oh. Langhaarschäfer. Mein Gott, ist der süß.
Also, aber Teenagerzeit, das weißt du sicher, das ist eine intensive Zeit bei Hunden, nicht nur bei uns Menschen. Kann ich Und der ist dieses unterschreiben? Jahr das erste Mal mit dabei. Ja, und da sind wir dann vielleicht 2 oder maximal 3 Stunden und die kennen uns schon, die wissen, wir halten das nicht so lange aus. Und dann gehen wir wieder heim. So sieht unser Weihnachten aus. Und feiert ihr auch noch mit Werners Familie oder nicht? Da gehen wir dann wirklich separat ein paar Tage später noch hin. Das schon, doch, genau. Weil ich habe ja auch zwei Familien. Wenn man heiratet, Genau. heiratet man die andere Familie mit. Ja, Und die das stimmt. sind eher, wie soll ich sagen, mehr so spirituell, wie wir sind. Also Okay. die gehen mit Weihnachten auch noch mal ein bisschen anders um als wie mein Papa und meine Stiefmutti. Somit ist es dort ganz locker und easy und eine tolle Zeit. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe mir jetzt gleich vorhin Gedanken gemacht wegen dem Weihnachtsbaum, weil zuerst, wo du gesagt hast, wegen dem Weihnachtsbaum, ich liebe den Weihnachtsbaum. Für mich ist das auch wie wirklich ein großes Ritual. Ich habe es jetzt noch nie so betrachtet wie du, hat mir aber jetzt den Input oder ein bisschen Anstoß gegeben, dass ich bewusst jetzt dieses Jahr meinen Weihnachtsbaum aussuche. Wir gehen oft zu einem Bauernhof, weil wir das noch ein bisschen persönlicher finden, als in einem Laden einfach einen Baum zu kaufen. Habe aber jetzt gerade vorher für mich entschieden, dass ich dann ja dieses Baumwesen wirklich auch einlade, zu mir nach Hause Schön. zu kommen. Ja, das habe ich jetzt so noch nie angeschaut, ganz ehrlich gesagt. Aber ich werde nach wie vor einen Weihnachtsbaum haben und ich glaube, das ist ja auch okay. Das soll jeder für sich selbst entscheiden, weil für mich gibt es nichts Schöneres, als auf dem Sofa zu liegen und ich kann den Baum stundenlang betrachten. Mein Mann sagt immer, wie geht das? Dann kann ich Weihnachtsmusik hören und ich schaue nur den Weihnachtsbaum an und rieche die Nadeln, den Duft vom Tannenbaum und dann ist meine Welt in Ordnung. Da kann ich enorm entspannen und runterfahren. Ich finde das wunderschön, wie du das handhabst. Also ich glaube, auch auf diese Art und Weise hast du schon unbewusst dem Baumwesen enorm viel Aufmerksamkeit und Wertschätzung geschenkt, weil du den Baum riechst, weil du ihn oder sie, wer weiß, kann ja auch Ja, eine sie sein, stimmt. Ja, das anschaust stimmt. und einfach, bitte? Das stimmt, ja. Und einfach lieb hast. Und das ist doch eine wunderbare Wertschätzung. Doch, doch, das passt absolut. Ich glaube auch, wie du es jetzt so schön gesagt hast, ich glaube, es geht darum, dass man es wertschätzt und nicht einfach als selbstverständlich anschaut, dass man einen Baum haben kann. Und das Spannende ist ja, wir holen ihn meistens schon um den 10. Dezember, weil bei mir kann es ja nicht früh genug losgehen. Auch mit der Dekoration. Ich habe ja seit jetzt 2 oder 3 Wochen schon alles dekoriert. Ja. Und das Spannende ist, ich habe letztes Jahr begonnen, jeden Tag den Tannenbaum mit Aurasoma abzuspreien. Okay. Und der war 4 Wochen wunderschön. Wow, was hast du denn Ja. dafür ein Spray verwendet, einen speziellen oder? Nein, ich habe ja die puren Pomander zu Hause und Ja. ich habe einfach den weißen und den violetten, diese zwei. Und ich habe jeden Tag den Tannenbaum mit Aurasoma besprüht. Wow. Ja. Also das finde ich doch eine sensationelle Idee und Wertschätzung. Und da ist dann auch das Baumwesen, das da noch drin ist, weil viele Menschen denken, wenn man den Baum kappt, dann ist das Wesen auch weg. Nicht immer. Und das finde ich super. Schön. Toll. Und wie habt Danke. ihr es mit den Geschenken? Habt ihr noch auf diese Art und Weise Also ein zum Glück, mein Ritual? Mann und ich haben von Anfang an gesagt, wir schenken uns nichts auf Weihnachten. In der Familie, jetzt seit Jahren, also in seiner Familie, schenken wir uns gar nichts mehr. Und in meiner Familie handhaben wir das so, dass wir wichteln.
dass jeder einfach ein kleines Geschenk hat. Haben aber auch einen Betrag ausgemacht. Am Anfang war es 30 Franken, jetzt sind wir auf 50 seit Jahren. Aber wir haben gesagt, nicht mehr, weil sonst nimmt das Dimensionen an. Und es geht ja nicht darum, ein Geschenk von 200, 300, 400 Franken zu kaufen, sondern es geht darum, dass jeder etwas Schönes bekommt. Und wir machen das jetzt bestimmt schon seit 10 Jahren. Und es ist jedes Jahr von neuem faszinierend, wie fest sich die Leute Gedanken machen, also meine Familie. Und wir haben immer so tolle Geschenke, auch wenn sie nicht viel kosten. Aber man muss sich halt Gedanken machen und kann nicht einfach in den Laden und etwas kaufen, sondern man muss sich auch bewusst damit auseinandersetzen, an was hat der andere Freude. Wow. Und dann haben wir noch eine Familienkasse, wo wir einfach alle einen gewissen Betrag reintun, eben anstatt die vielen Geschenke. Und mit dem machen wir immer entweder ein Wochenende oder einen Tagesausflug oder wir waren auch schon eine Woche im Urlaub alle miteinander, wenn wir über mehrere Jahre das Geld gespart haben. Sensationelle Idee. Das sind, und gerade auch das Wichteln ist doch so etwas Liebes und Wertschätzendes. Und wenn du auch sagst, was hat der andere denn für Freuden und für Vorlieben und wie kann ich ihm Freude bereiten, bereitet man auch sich automatisch selber Freude, oder? Genau, Weil genau. man beschäftigt sich mit Freude und wenn der andere Freude hat, hat man auch Freude und ja, Ja, eine schöne genau. Zeit, würde ich Ja, sagen, ja. diese Weihnachten. Aber ich habe auch gemerkt, so dieses Jahr habe ich mit meinem Mann das mal angeschaut, weil wir feiern ja immer am 24. mit meiner Familie und am 25. mit seiner Familie. Und ja, jetzt dieses Jahr habe ich zu meinem Mann auch gesagt, ich war ein bisschen spät, aber ich habe gesagt, wir können ja nächstes Jahr auch mal vorschlagen, dass wir erst am 26. mit deiner Familie feiern, weil ich wie merke, es ist mir zu viel. 2 Tage nacheinander mit zwei verschiedenen Familien zu feiern. Das stimmt, gerade auch für Hochsensible ist das ein Thema und ich finde das auch ein wichtiger Tipp, den du da sagst, weil eben viele denken, man muss dann dahin und dann dahin und dann kommt dieser Besuch, sondern wirklich Luft lassen dazwischen, dass man sich erholen kann und auftanken. Super. Ist gerade für uns sehr wichtig. Ja, und eben wie du auch vorhin schon erwähnt hast, wenn man merkt, es genügt, dann nach Hause zu gehen und nicht denken, es ist die Familie, ich kann doch jetzt nicht um 9 oder 9:30 schon sagen, jetzt ist genug, ich muss noch bleiben, weil alle anderen bleiben auch. Das finde ich ganz, ganz etwas Wichtiges. Jetzt nicht nur auf die Weihnachtszeit bezogen, sondern generell an Familienfester, dass man wirklich geht. Ich meine, nach wie vor gehe ich gerne, aber dann zu sagen, jetzt reicht's, jetzt genügt es wirklich. Und dann ohne schlechtes Gewissen zu gehen. Das liebe schlechte Gewissen. Das ist einfach Thema noch bei so vielen. Auch bei mir hin und wieder mal taucht es auf, obwohl ich vor kurzem entdeckt habe, dass ich gar nicht mehr wirklich weiß, wie sich schlechtes Gewissen anfühlt. Ich hatte wirklich vor Jahren auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich früher gegangen bin. Und dann haben wir dann mit unseren Familien mal darüber gesprochen, dass wir das einfach nicht mehr aushalten, ist vielleicht nicht ganz so richtig, aber es passt schon auch. Wir haben halt ein anderes Wort, eine andere Bezeichnung verwendet, dass sie nicht gekränkt sind. Und das braucht dann eine gewisse Zeit, bis dass der andere das akzeptieren oder verstehen kann oder auch nicht. Kann auch sein, dass der andere sagt, du, verstehe ich. Nach 2 Stunden bist du weg oder nach 1 Stunde, alles klar. Und dann habe ich gerade vor ein paar Tagen auch mit einer lieben Freundin gesprochen bezüglich schlechten Gewissens. Und da musste ich wirklich nachschauen, wo in mir ist das oder wie fühlt sich das nochmal an? Und
Ich glaube, das macht auch die neue Zeit. Je mehr wir an uns arbeiten, mit uns arbeiten, können wir uns einfach an gewisse Gefühle nicht mehr erinnern. Und das ist super. Ich habe mich jetzt in dem Moment gefragt, wann ich das letzte Mal ein schlechtes Gewissen hatte. Ja. Und ehrlich gesagt, kann ich mich auch nicht daran erinnern. Aha. Nee. Zuerst habe ich ein bisschen gelächelt, als du das gesagt hast. Und dann habe ich gedacht, okay, wann hatte ich dann das letzte Mal ein schlechtes Gewissen? Und ich könnte es dir nicht sagen. Super, oder? Ja, weil Vielleicht früher. fällt das gerade anderen, die jetzt zuschauen, auch auf. Ja, weil ich schon jetzt an dem Punkt bin, wo ich wirklich auf mich achte und ich an erster Stelle komme und ohne Unbedingt. schlechtes Gewissen. Und eben, das hast du ja auch schon am Anfang gesagt, das hat nichts mit Egoismus zu tun. Denn wenn es mir ja gut geht, dann geht es automatisch meinem Mann, meiner Familie und meinen besten Freunden gut. Und wenn ich mich da abstrample, nur um irgendwie zu schauen, dass es rundherum allen gut geht und mir nicht, ja, geht es im Genau. Endeffekt den anderen nicht gut, weil sie ja sehen, dass ich schlecht dran bin. Das ist ja wie ein Teufelskreis. So ist es, so ist es. Und das kann man auch gut reinnehmen in Mama und Kind oder Mama, Tochter, Mama, Sohn. Wenn es meiner Mama nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. Und wenn es meiner Mama gut geht, wenn es mir gut geht, geht es auch meiner Mama gut und so weiter. Und Genau. es nützt mir selber gar nichts, wenn es mir mies geht und meine Mama leidet mit mir mit. Ich brauche sie dann ja als Stärkung oder als Ruhepol oder was auch immer. Also da dürfen auch die Mamas ganz viel lernen, dass sie wirklich an erster Stelle stehen dürfen. Das kommt immer mehr. Wirst sehen. Wow, ich freue mich auf das 23. Da tut sich so viel in diesem Bereich. Das wird mega. Ich bin auch gespannt. Ja, und auch, wie soll ich sagen, auch zu sagen, jetzt gerade wenn man nochmal Weihnachten anschaut und auch die Familienfeste, wenn es für einen nicht stimmt, dass man dann auch nicht geht. Ich habe das selbst schon als Teenagerin erlebt, dass ich rebelliert habe, wortwörtlich, weil ich nicht an gewisse Familienfeste wollte, weil ich dachte, ich kann nicht verstehen, dass man sich zu 20 trifft an einem Tag und so tut, wie alles wundervoll ist und wunderschön. Und während dem Jahr spricht jeder über jeden. Ja, hat sich schon dazu mal für mich nicht mehr gut angefühlt und ich wurde wirklich so ein bisschen als Rebell bezeichnet, weil ich schon mit 15 Jahren sagte, ich gehe dort nicht mehr hin, weil es stimmt für mich nicht. Und das möchte ich wirklich allen, die auch den Live-Talk hören, mitgeben. Geht nicht einfach an Familienfester, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst, sondern hört wirklich in euch hinein und fühlt auch vor allem hinein und schaut, ob es sich stimmig anfühlt, mit den Menschen das Weihnachtsfest zu zelebrieren oder eben nicht. Ganz, ganz ein wichtiger Satz. Und da darf man auch ruhig, wenn man noch Angst hat vor dieser Entscheidung, lernen, mutig zu sein. Weil was kann einem schlimmstenfalls passieren? Ja, dann spricht vielleicht die Tante nicht mehr mit mir oder der Onkel spricht nicht mehr mit mir. Ja, schau mal, bist du vorher gut mit dieser Tante und mit diesem Onkel klargekommen oder ist es nicht so? Eben. Genau. Aber du warst damals schon mit 15 mutig. Wow, super. Ja, das habe ich wirklich. Ich finde es noch spannend, wenn ich so zurückschaue. Auch, das hat meine Mama immer gesagt, ich habe schon früh angefangen, aber ich glaube, das war, weil ich in einem Internat war mit Nonnen, 5 Jahre lang. Und die einem, das war ja wie so eine Lebensschule. Und dort war natürlich das Soziale, das Persönliche viel wichtiger als der Schulstoff selber.
Und schon mit 11, 12 haben wir gelernt, für sich einzustehen, das zu sagen, was man denkt und wirklich so zu handeln, was sich stimmig anfühlt. Und dort in dieser Zeit habe ich dann natürlich angefangen, ja, das zu sagen, was ich denke, habe es dann aber bis 30 Jahren dann plötzlich wieder verlernt. Also als Teenager konnte ich das sehr gut. Aber wenn man dann natürlich immer hört, du bist ein Egoist, das kommt nicht gut an, wenn du direkt bist und, dann kommen natürlich die tollen Glaubenssätze, die dann, ja, die man in sich hat und einen blockieren. Und plötzlich habe ich mich angefangen, völlig zu verstellen und war nicht mehr mich selbst. Wow, interessant. Vor allem finde ich interessant, dass du im Kloster warst und die Schule mehr im Hintergrund war und das Soziale sogar mehr im Vordergrund. Ich war auch im Kloster, allerdings Oh, wirklich? 3 Jahre, 3, aber ich habe um ein Jahr verlängert. Ich bin sitzen geblieben. Aber wirklich? Aber das wusste ich gar nicht, dass du auch im Kloster warst. Also in Ja, ja, Klosterschule in dem Fall. ja. Ja. Und bei uns war das vollkommen umgekehrt. Also bei uns war Okay. schon Schule und Lernen und das andere im Vordergrund. Und ich finde, du hast dabei den Kloster Nonnen, Frauen wirklich etwas Positives gelernt fürs Leben und hast es dann vergessen, so mit 30. Und jetzt erinnerst du dich wieder daran oder wie sieht das bei dir nun aus? Also ich würde mal sagen, es war eher so, dass ich so mit 18, 19, 20 habe ich es komplett vergessen. Und mit 30, wo bei mir so ein Umbruch war vor 5 Jahren, wo ich wirklich so mein Leben noch einmal komplett neu gestaltet habe und mich auf einen neuen Weg begonnen habe, dort kam dann die Erinnerung langsam zurück oder jetzt vor allem mit der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich dann ganz viele Aha-Erlebnisse hatte. Wie zum Beispiel schon mit 12 Jahren, wenn es mir nicht gut ging in dem Internat, zog ich mich zurück und ging in den Ruheraum, so hieß er dazu mal, und ging meditieren. Und das mit 12 Jahren, weil ich dazu mal schon merkte, dort, wenn ich in die Stille gehe, dann komme ich zur Ruhe und schöpfe wieder Kraft. Das ist mir aber erst vor einem Jahr bewusst geworden, dass ich eigentlich dazu mal schon spürte, was mir gut tut und diese Tools anwendete, die ich jetzt ja auch wieder in meinem Alltag anwende. Sensationell. Und ja, ich bin begeistert. Und das mit diesem Alter, also ich mit 12, 15, 16, 18, 20, um Gottes Willen, da sah mein Leben vollkommen anders aus. Aber du bist natürlich auch eine andere Generation. Ja. Das merkt man schon auch die heutigen Kinder oder Babys, die auf die Welt kommen, die haben ganz andere Energien, Wissen, Aussprache. Wollen viele auch in die Tiefe gehen? Ja, warum ist das jetzt so? Und erklär mir das genau und ich will das wissen. Und was hast du noch so Interessantes erwähnt? In die Stille gehen? Ach ja, gerade so um den, also nicht um den, der 20.12. ist Wintersonnenwende, oder? Genau. Wintersonnenwende. Und das ist ein besonderer Tag, den man auch nutzen kann oder auch den Abend oder die Nacht für ein Ritual nutzen kann, um genau etwas Persönliches in sich zu stärken. Wie du Okay. gesagt hast, du hast dich mit dem gewissen Alter, ich glaube, du hast gesagt 30, 35, begonnen, dich zu erinnern an Dinge, die du vergessen hattest und die positiv auf dich gewirkt haben. Am 20. kann man da auch ein Ritual machen. Man muss nicht einmal wissen, an was man sich erinnern soll oder was man stärken mag. Doch, das sollte man schon wissen. Aber an diesem Tag gehen auch die Energien zurück bis zu Vorleben, Okay. wo man auch gewisse Fähigkeiten, die man im Vorleben hatte und im jetzigen Leben gerne nutzen würde, aber irgendwie nicht den Zugang dazu findet, herziehen kann.
Da kann man ein kleines Ritual machen, mit einer Kerze anzünden und das aufschreiben und dann den Zettel verbrennen und die Kerze wieder löschen oder wie auch immer man das machen möchte. Denn Rituale haben einfach Power und Kraft und wir dürfen immer mehr lernen, schätzen diese Rituale oder auch selber erfinden, wie ich jetzt gerade eines auf die Schnelle erfunden habe. Ah, was hast du jetzt erfunden? Magst du das teilen oder nicht? Ja, eben Kerze anzünden, Ah, aufschreiben und diesen Zettel dann verbrennen und die Kerze wieder löschen. Ich habe dann die Kerze immer brennen lassen Ja, früher, stimmt, ja. aber das kann man dann abschließen, indem man die Kerze löscht. Und was schreibst du, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, was schreibst du konkret dort am 20.12. auf das Zettelchen? Was ich in mir stärken möchte. Es gibt zum Beispiel auch der Wunsch vieler Menschen, dass sie die geistige Welt hören wollen. Zum Beispiel, nehmen wir gerade dieses Beispiel einmal her. Und sie können es aber partout in diesem Leben nicht erlernen oder nicht stärken, weil noch Blockaden da sind oder was auch immer. Aber in einem Vorleben konnten sie das. Und am 20.12. sind die Energien so stark, auch zu gewisse Vorleben hat man dann Zugang und dann kann man die Energie von dort in den Körper reinziehen. Das heißt aber nicht, dass ich dann von heute auf morgen die geistige Welt hören kann. Bitte, meine Lieben, Ja, ich glaube, ist noch es wird wichtig, so dass du das gestärkt. erwähnst. Ja. Es wird einfach so gestärkt, dass der Mensch damit umgehen kann. So. Wow, das Ja. wusste ich nicht. Vielen Dank für den Input wegen dem 20.12. Das wusste ich wirklich nicht. Bitte, gerne. Und wenn wir gerade bei Ritualen sind, ich nehme mal an, die Rauhnächte, die wirst du auch durchführen. Nicht ganz, da bin ich ein bisschen ein Schlamprian, sagt man bei uns. Aber wenn ich sie mitbekomme, dann sehr, sehr gern, weil die haben ja auch enorme Kraft. Nutzt du diese Nächte? Ja, ich habe vor 2 Jahren habe ich damit begonnen. Ich weiß jetzt nicht mehr, vor 2 oder vor 3 Jahren. Das letzte Jahr war eine Challenge, weil wir ja genau am 30.12. Simba, unser Hund, holen gingen. Und dann fiel alles außer Rand und Band. Ich mag mich noch gut erinnern. Mein Mann und ich, er hat mitgemacht bei den Rauhnächten und wir haben wirklich jeden Tag uns die Zeit genommen für das Ritual, auch die Aufgabe, die man dort machen konnte mit der Meditation dazu. Und dann plötzlich hatten wir so einen kleinen Welpen bei uns und der verstehte natürlich überhaupt nicht, was die jetzt da am Boden sitzend machten. Und dann wurde es plötzlich zum Mega-Stress, weil natürlich genau dann, wenn wir die Meditation machen wollten, dann ging er an unser Inventar und vergnügte sich daran. Und dann, ja, wir haben es dann wie weggelassen, weil es einfach ein zu großer Stress war. Obwohl dann mein Mann gesagt hat, hey, mach es für dich selbst. Und ich ging dann oft nach draußen, einfach die Meditation machen. Und das Spannende ist ja, also schon dazu mal, wenn ich eine Meditation alleine mache, dann kommt Simba zu mir und legt sich auf meine Schoß und meditiert mit mir mit. Das macht Das er kann auch jetzt am Morgen, wenn ich meditiere. ich mir sehr gut vorstellen, weil ja auch die Tiere die Ruhe lieben und weil die Tiere die Aura der Menschen sehen, riechen zum Teil auch und das dann mitgenießen. Und Simba ist, was ist das nochmal für eine Rasse oder ist er mischlich? Labrador. Ein Labrador. Auch bei den Hunden ist mir aufgefallen, dass die unterschiedlich im Fühlen sind. Da kann zum Beispiel ein Bernhardiner mehr spüren als wie ein kleiner Yorkshire Terrier. Ja, ja. Manchmal ist es so, je kleiner der Hund, umso robuster halten die manches aus. Wo der Bernhardiner sich schon nicht zurückzieht aus Grund von Ängsten. Nee, also dafür steht so ein großer Hund schon seinen Mann, sage ich mal.
Aber du siehst ihnen an der Mimik sofort an, was du bei einem kleinen Yorkshire vielleicht erst ein bisschen später siehst. Ist mir Ah, aufgefallen, spannend. ja. Ah, Und der spannend. Labrador ist natürlich ein sehr empfindsamer Familienmensch, der natürlich schaut, Ja, was das ist war denn. spannend, als wir mal beim Tierarzt waren, als er noch ganz klein war. Jetzt, er ist jetzt ein bisschen mehr als jährig und die Tierärztin hat dann gesagt, ja, sie wissen nicht, ob uns der Begriff Hochsensibilität etwas sage, aber wir haben halt einen hochsensiblen Hund. Und mein Mann und ich schauten uns an so, okay, herzlich willkommen in unserer Familie. Genau. Aber Ja. jetzt hoffe ich, dass ich dieses Jahr das, die Rauhnächte wieder zelebrieren können, weil ich habe jetzt wirklich auch einen Kalender gekauft mit 12 verschiedenen Kräutermischungen zum Räuchern, explizit für die Rauhnächte. Und darauf freue ich mich jetzt wirklich. Super, das ist doch eine tolle Idee. Danke für den Hinweis. Das werde Sehr ich auch gerne. starten. Also Sehr für gerne. jeden Tag hast du ein Räucherwerk, ein Ja. spezielles. Ja, es gibt wirklich solche Kalender und dann sind die Kräuter auch explizit auf die gewissen Themen, weil ja jede Rauhnacht ein gewisses Thema beinhaltet, sind Ja. die Kräuter darauf abgestimmt, dass du auch die richtigen Kräuter dann hast zum Räuchern. Mega. Mach ich. Sehr gut. Ja, liebe Sandra, so als Abschluss, was gibst du allen lieben hochsensiblen Menschen auf den Weg jetzt für die Weihnachtszeit? Ja, auch wenn das Weihnachten mit Hektik und Stress verbunden ist, zum Teil, je nachdem, wie man es sich natürlich selber zurecht macht, genießt diese Zeit unbedingt. Weil Weihnachten, da sind wir Menschen wirklich super. Wir erzeugen so viel Liebe, so viel Freude in dieser kurzen Zeit, innerhalb dieser paar Tage, was wir das ganze Jahr nicht machen, aber machen sollten, dass wir diese Energie wirklich genießen dürfen. Weihnachten ist auch für mich ein enormes Erlebnis als hochsensibler Mensch, weil man da so viel Liebe, Offenheit spüren kann. Also trau dich darauf einlassen, auf diese Energie und fühle dieses in diesem Jahr ganz speziell mit Bewusstsein. Wunderschön. Vielen herzlichen Dank. Und vor allem vielen herzlichen Dank, liebe Sandra, dass du dir erneut die Zeit genommen hast, mit mir über das so wichtige Thema auch Hochsensibilität zu sprechen. Und ja, wer weiß, vielleicht findet dann ja noch ein dritten Teil statt. Es findet ziemlich sicher ein dritter Teil statt, weil jetzt ich dich einladen möchte, nächstes Jahr ein, zwei Videos, Interviews mit mir abzuhalten und dann kommt das dann in meinem Kanal und dann später auch bei dir. Aber somit ist jetzt hier mal die Einladung ausgesprochen. Oh, ich fühle mich geehrt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir, liebe Sandra Werner, und natürlich auch deinen Liebsten wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt es, genießt das Zusammensein. Und ja, ich sage immer von Herz zu Herz, ich wünsche dir wirklich alles Liebe und Gute. Danke, liebe Tanja, auch dir alles, alles Liebe. Dankeschön. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.